Wie hat Rurox 2020 angefangen? Also ursprünglich war geplant, auf Messen zu gehen, aber dann Corona war der Messen dann relativ schnell Geschichte, weshalb wir dann uns entschieden haben, dann doch erstmal auf den Polmarkt zu gehen. Welche Gäste hattest du denn alles so dieses Jahr? Michelle Obama. Michelle Obama. Kleiner Joke. Ich hatte halt dieses Jahr Next dabei, mit dem ich halt unter anderem die kulinarische Mutprobe auf Polmarkt gemacht habe. Mein Gott, Worthänger. Wo wir ein paar außergewöhnliche Spezialitäten gekostet haben und dann dementsprechend bewertet bzw. beurteilt haben. Was war da für dich das ekligste? Diese, ich weiß nicht, was das war, Süßrahmmilch. Ich weiß nicht, Milchcreme, keine Ahnung, also dieses Zeug aus der Tube, ich weiß nicht, was das war, noch mehr Milch oder irgendwie so, süße Milch. Und das war nicht nur die kulinarische Mutprobe, er ist auch mit auf der Polentour dabei gewesen. Ja, Next hat halt einige Projekte halt bei mir noch mitbegleitet und Grüße gehen auf jeden Fall nochmal aus. In welchen Bars warst du dieses Jahr alles? Ich habe unter anderem in der Second Home Bar in Friedrichshain, in der Shisha Bar, haben wir 8 Arten eine Shisha zu rauchen gemacht und im McLaren's Pub. Was war das Spannendste am Dreh in der McLaren's Bar? Das Spannendste? Das Essen for free. Nee, dass mich andere wie Barney gehalten haben. Was beiseite. Erstmal, es fängt alleine, sag ich mal, schon alleine mit der Location an. Dann hast du die ganzen Requisiten vom Set. Dann hast du der Bro-Code, der schön auf dem Klo sitzt, wenn du dir da einen rausdrückst. Ja, das sind halt so, ich sag mal, so Kleinigkeiten, die halt doch diese Bar zu einem doch sehr coolen Erlebnis machen, wo du eine doch gute, schöne Zeit mit deinen Kumpels verbringen kannst. Was war für dich dieses Jahr das spannendste Projekt? Das mit spannendste war auf jeden Fall der John Wick Dreh. Also ich sag mal, es war halt auch tatsächlich das, was ich sagen würde, was am zeitfressendsten war. Weil, wie gesagt, ja, Corona, weiß ja jeder, ist ja alles ein bisschen schwieriger jetzt gewesen in der Zeit. Entsprechend einen Termin zu finden, Drehort zu finden, Leute zu finden, mit denen wir das machen können, Equipment herschaffen, hier das. Wie oft hast du zum Beispiel eine Szene wiederholen müssen, bis es geklappt hat? Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich würde bestimmt sagen, so 7-8 Mal braucht man das schon. Also gerade, wenn du jetzt, sag ich mal, so den ganzen Durchfluss haben willst. Teil 3 ist auf jeden Fall in Arbeit. Dann kommen auf jeden Fall ja noch weitere Filme. Wann genau aber das alles kommt, sagen wir euch ja rechtzeitig Bescheid, beziehungsweise folgt auf Instagram, Rox und die Welt ist auch, da sind wir halt auch relativ gut aktiv. Was planst du nächstes Jahr? Na, Messen auf jeden Fall. Venus, mega geil. Kurzfilm hatte ich ja schon gesagt gehabt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert die Glocke, dann werdet ihr über jedes Video benachrichtigt. Das war dieses Jahr mein Zusammenschnitt von dem Jahr 2020. Tut mir leid, dass es nicht mehr geworden ist. Und niemals vergessen, jeder, der einschaltet, ihr seid Roroxana. Wir sehen uns im Jahr 2021 wieder. Bis dahin, Rorox und out. Yeah, let's go. Yeah. I said, what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun. Fire blast out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. Wolf was breaking. And these fans have all been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to snake it. Call me Drake, the charts I'm taking in. I make all of these statements, cause my mind's never complacent, yeah. Lately I've been on some different shit. I'm making beats, feeling...